Die Waldmühle. Ein lustiger Soldat kam aus dem Kriege zurück. Er hatte tapfer gefochten und das Herz saß ihm auf dem rechten Fleck. Den Ranzen auf dem Rücken, die dampfende Pfeife im Munde, den Knotenstock in der Hand, zog er seines Weges und dachte schon mit Vergnügen an die nächste Schenke, wo er zum Mittag einkehren würde. Die letzte Nachtherberge war erbärmlich gewesen, das Brot darin hart und das Bier sauer. In so tröstliche Gedanken vertieft, merkte er nicht, dass er von der Landstraße abgekommen war. Der Weg wurde immer öder, das Gestrüpp wilder und ehe er sich's versah, befand er sich in einem dichten Walde. »Auch gut«, sprach der lustige Bruder vor sich hin. »Im Schatten marschiert sie's frisch, der Tabak im Pfeifel verpafft nicht so flink wie da draußen, wo der Wind weht«, und ein Lied klingt im Grünen noch einmal so schön. Das weiß jeder dumme Vogel so gut wie ich. Bald stand die Sonne ihm hoch über dem Kopf und im Walde regte sich kein Lüftchen. Wenn sein Lied zu Ende war, hörte er die Käfer summen, die Blätter von den Bäumen fallen und das Rascheln der Eidechsen, die vor seinen Füßen am Wege im Gestrüpp schlüpften. Aber rings im Dickicht lag der Mittag umso schwüler und stiller. Als er so fortschritt, bemerkte er, dass vor ihm her in der Luft sich etwas Weißes bewegte, wie ein kleines, sich ringelndes Wölkchen, das, vom Winde bewegt, allerlei Gestalten annahm. »Hm«, brummte er, »was der Tabak in meinem Pfeifel heute nur für einen absonderlichen Dampf von sich gibt. Macht mir da allerlei Faxen und Figuren vor den Augen. Bald sieht's aus wie eine Wolke, bald wie ein Vogel, bald wie ein Gesicht, bald wie eine Hand, die mir winken tut. Ist mir mein Lebtag so etwas nicht vorgekommen.« Bald war aber seine Pfeife ausgebrannt und das Geflimmer hörte doch nicht auf. Er rieb sich die Augen. Noch immer schwirrte das weiße Ding vor ihm, aber jetzt sah er deutlich, dass es ein großer Schmetterling war, wie er bisher noch keinen geschaut. Den Blick immer auf das flatternde Tier gerichtet, hatte er bald auch die letzte Spur eines Fußpfades verloren. Dabei setzte ihm sein hungriger Magen gewaltig zu. Und doch war weit und breit keine Menschenwohnung zu sehen, viel weniger eine rauchende Küche. »Kamerad«, rief er dem Schmetterlinge zu, der immer auf den wegsamsten Stellen vor ihm flatterte. »Du scheinst dir Bescheid zu wissen. Des Spaßes halber will ich noch eine Zeit lang hinter deiner Fahne herlaufen. Wie wär's, wenn du mich so rasch wie möglich in ein gutes Quartier brächtest?« So ging er denn folgsam hinter seinem neuen Führer. Bald ward die Waldung lichter, ein geschwätziger Bach ließ sich hören, immer näher und näher, ein Hund schlug in der Ferne und es dauerte nicht lange, so vernahm er das Klappern einer Mühle. Die schönste Regimentsmusik und der prächtigste Zapfenstreich hatten ihm nie so herrlich geklungen wie dieses einfache Geklapper. Denn schon sah er in seiner aufgeregten Fantasie ganze Kompanien gebratener Hühner, Gänse und Schweine in Reih und Glied nach dem Takte des Mühlrades geradewegs in seinen Mund marschieren. Das fuhr ihm recht frisch durch alle Glieder, ganz von selbst schritten seine Beine jetzt vorwärts, während er sie noch eben mühsam hinter sich hergeschleppt hatte. Nun sah er bald zwischen den Bäumen ein Strohdach, worauf die Sonne glitzerte. Dann erschien ein Zaun hinter dem Gesträuch und als er endlich aus den Büschen hervortrat, stand er auf einem freien Platz, eine alte, baufällige Mühle dicht vor seinen Augen. Ein schöner Anblick. Nur schade, die Tür war verschlossen, der schwarze Schornstein starrte rauchlos in die Luft und von menschlichen Wesen war weit und breit keine Spur zu sehen, keine Stimme zu hören. Der Schmetterling flatterte geradewegs auf das Haus zu und durch das große Schlüsselloch der Tür schlüpfte er ohne Umstände hinein. Auf diesem Wege konnte ihm der Soldat beim besten Willen freilich nicht nachfolgen. »Maul gehalten«, rief er dem ruppigen Hund zu, der auf der Hundsbude stand und, wütend an der Kette zerrend, über den verfallenen Bretterzaun mit heiserer Stimme hinkläffte. Der Soldat griff nach einem Stein und die Bestie war still. Dann rüttelte er an der Tür und schloss. Das rührte sich nicht. »Eder Wirtschaft, hallo aufgemacht«, rief er und schlug mit Knüttel und Stiefelabsätzen gegen die Pforte. Drinnen blieb's still.
Lumpenwirtschaft das, brummte der Hungrige und sah sich nach allen Seiten um. Das einzige lebende Wesen, das er jenseits des Baches sah, war ein alter, langhaariger Esel, der auf der Wiese an einer Distelstaude rupfte und faul seine Augen gegen ihn aufschlug. »Oh, du allerglücklichseligstes Vieh«, rief der Soldat. »Esel, hätte ich nur erst ein Mittagsbrot im Leibe, das mir so gut schmeckte wie dir dein Distelfraß da. Aber so soll doch gleich...« Und unter einem kräftigen Soldatenfluch stieß er noch einmal mit solcher Kraft gegen die Tür, dass sie aufsprang. »Victoria«, jubelte er und schwenkte seinen Hut. Singend und pfeifend, den Knüttel auf der Schulter, zog er ins Haus hinein. Kein Mensch in der Mühle zu sehen, nur das Mühlenrad klapperte fort und fort und in dem nämlichen, gleichmäßigen Takte zitterten Pfosten und Wände des baufälligen Hauses. Sein Geschrei »Wirtschaft« verhallte in dem räucherigen Gange. Einen richtigen Instinkt folgend, ging er an zwei verschlossenen Türen vorbei nach der letzten, die offen stand, und die führte nämlich zur Küche. Schwarz genug sah es darin aus, Kraut und Rüben lagen halb geputzt auf dem Boden umher, daneben das Messer. Auf dem Feuerherd über dem abgebrannten Holze hing ein Kessel mit Wasser, aber wer nicht da war, das war die Küchenmagd. Statt dieser saß eine braune Katze auf dem Schemel, blinzelte mit den Augen und sah dem Soldaten jämmerlich ins Gesicht und blinzelte dann wieder vor sich hin. Er guckte in die Töpfe hinein, alles leer. »Lass doch gleich 9×199 Kartauen die ausgehungerte Festung 90 Mal in die Luft sprengen möchten. Er sieht's ja nicht um einen Pistolenschuss besser aus als in meinem eigenen Magen. Aber am Ende steht's Mittagbrot schon drin auf dem Tisch, da käme ich gerade recht zum Einhauen.« Die nächste Tür führte zur Wohnstube. Auch da war kein Mensch. Eine alte schwarze Henne saß auf dem Polsterstuhl am kleinen Fenster. Das Tageslicht dämmerte wegen des dichten Weinlaubes geheimlich herein. Vor der Henne auf dem Tischchen lagen ein Strickzeug, eine Brille, ein Gesangbuch, ein Bund Schlüssel und eine offene Tabakdose. Sonst alles still, bis auf das Ticken der Wanduhr und das Schwirren des weißen Nachtvogels, der den Soldaten bisher geleitet hatte und der sich nun wie ein Betrunkener an den Fensterscheiben den Kopf stieß. Kerzengerade stellte sich der lustige Bruder vor die Henne. Es war von jeher seine Gewohnheit gewesen, sich mit allem, was ihm vorkam, laut zu unterhalten, mit Mensch und Vieh, mit seiner Muskete wie mit seinen Stiefeln. Mit militärischem Anstande, die Hand am Hut, sprach er: »Exzellenz, Frau Kakelhenne, vielleicht Kommandeur dieser rappeligen Festung?« Die Henne zuckte mit ihren geschwollenen Augenlidern, als ob sie seine Frage bejahte. »Gut«, fuhr jener fort, »Exzellenz, Rapport zu vermelden, dass ich, Hans Queckenberger, verabschiedeter Musketier, ohne weitere Redensarten vollen Besitz von dieser Festung oder Mühle hiermit zu nehmen willens bin. Einverstanden damit?« Die Henne hob den Kopf in die Höhe, als nickte sie ihm zu. »Brav, alte Kakelhenne«, rief der Soldat. »Die Kapitulation ist geschlossen und jetzt will ich's mir bequem machen.« Er warf seine Ränzel von der Schulter auf die Ofenbank, dass es nur so krachte, zog die Stiefel von den müden Beinen und sah sich nach Pantoffeln um. In der Stube war nichts davon zu sehen. Um welche zu suchen, streckte er den Kopf durch die nächste Tür. Die führte zu einer Kammer, darin sah es gar zierlich aus, als ob ein schmuckes, feines Mädel dort wohnen müsste. Kein Staub auf den Möbeln, auf dem Tisch ein Nähzeug, Myrten und Rosenstöcke auf dem Fensterbrett und selbst ein kleines Klimperklavierchen am Fenster. Das war geöffnet und ein aufgeschlagenes Notenbuch stand auf dem Pult. Bei alledem wieder keine Menschenseele. Nur ein zartes, kleines Lachtäubchen saß auf der Stuhllehne vor dem Klavier. Dem schien es nicht lächerlich zu Sinne. Es hatte die Federn aufgeblasen, das Hälschen kurz eingezogen, den Kopf traurig auf einer Seite hängen und mit den Augen starrte es fortwährend in die Notenblätter hinein. »Bitte tausendmal um Vergebung, du schöner Schatz«, rief der Kamerad der Taube zu und zog, noch immer in der Tür stehend, den verknüllten Hut bis tief auf die Erde. Aber aus Spaß wurde ernst. Der Anblick der Taube übte augenblicklich eine seltsame Gewalt über ihn aus. Er konnte seine Augen nicht von ihr abwenden. »Allerherzigster Tausendschatz«, platzte er endlich verlegen heraus.
Auf Parole, Hans Quäckenberger war von je ein großer Liebhaber von Tauben, nicht sowohl von gedünsteten als vielmehr von gebratenen. Das Täubchen schüttelte ängstlich seine Federn, als schauderte es über und über. Aber so wahr ich ein braver Kerl bin, fuhr jener fort. Wenn ich auch vor lauter Hunger ein Wolf werden sollte, an dir werde ich mich nie vergreifen, denn ich bin ganz vernarrt in dich, du liebes kleines Tierlein, du. Da sah ihn die Taube mit einem so freundlichen und doch so traurigen Blicke an, dass es dem guten Kerl fast weich ums Herz wurde. Er zog sich aus der Kammer zurück und lehnte die Tür hinter sich an. Lange dauerte freilich diese weiche Stimmung nicht, und er setzte seine Haussuchung fort. Die Kammer gegenüber führte eine andere Tür in einen Verschlag. Da standen ein paar gute Betten, darunter zwei Paar Morgenschuhe. Am Türnagel hing ein weich gefütterter, geblümter Schlafrock. An der Wand wurde ein halbes Dutzend lang Tabakpfeifen, davon sogar einige gestopft, über den Pfeifen eine Pistole. Das kam ja alles wie gerufen. Bald prangten die Pantoffeln an seinen Füßen, der Schlafrock an seinem Leibe, und nun galt, sich ein gutes Mittagsbrot zu verschaffen. Was diesen Punkt betrifft, da braucht kein Soldat, der den Krieg mitgemacht hat, einen Lehrmeister dazu. Fürs Erste nahm er die Henne vor dem Schnabel das Bund Schlüssel weg. Die schrie und schlug mit den Flügeln auf, als ob sie eine Herde Küchlein verteidigen wollte. Es half ihr nichts. Alter, rief er, sei du froh, wenn ich dich nicht selbst beim Kragen nehme und dich verspeise. Da ließ die Henne augenblicklich die Flügel hängen und verkroch sich hinter dem Ofen. Nun holte sich der Soldat Speck und Kartoffeln, Brot und Käse aus dem Schrank, einen Humpen Bier aus dem Keller. Nachdem er das alles auf dem Tisch in der Wohnstube zusammengestellt hatte, warf er sich in den Großvaterstuhl und hieb in die Speisen ein, als wären sie seine allergrimmigsten Feinde, während ihm diesen Augenblick doch in der Welt nichts lieber war als gerade dieser. Das Mahl war verzehrt, der Humpen geleert, der Schnurrbart mit den Ärmel des geblümten Schlafrock abgewischt. Da überkam ihm auch gleich eine solche Müdigkeit, dass er den Lockungen der Betten, die er eben gesehen hatte, nicht länger widerstehen konnte. Er ging in die Schlafkammer und machte die Tür hinter sich zu. Als er noch einmal durch das Türfensterchen in die Wohnstube zufällig zurückschaute, hatte er seine Lust daran zu sehen, wie es auf dem Schlachtfelde, das er eben verlassen hatte, dem Esstisch nämlich, mit einem Male wieder lebendig geworden war. Das Huhn war hinter dem Ofen hervorgekrochen, die Katze aus der Küche herbeigeschlichen, das Täubchen aus der Kammer hereingeflogen und alle saßen nun auf dem Tisch und verzehrten die wüst umherliegenden Brosamen mit großem Heißhunger. Es fiel ihm nicht ein, sie zu stören. So müde er auch war, sein Übermut verließ ihn nicht. Mit einem Juchhe! Schnellte er die Pantoffeln von den Füßen, dass sie bis an die Decke flogen und, ohne die Kleider abzulegen, sprang er mit einem Satz ins nächste Bett. Kaum hatte er nur die Augen geschlossen, so ging auch schon das Schnarchen los mit einem Gerassel, dass es mit dem Klappern der Mühle ein ganz harmonisches Konzert abgab. Am anderen Morgen, es war ein Sonntag, erwachte der Soldat erst, als die Sonne seinen roten Schnurrbart schon über und über vergoldete. Das Erste, was er zu Gesicht bekam, war die schwarze Henne. In dem Bett, das neben dem seinigen stand, saß sie auf dem Kopfkissen. Sie schlug mit den Flügeln und sah eifrig nach dem Fenster hin. Kurios, da stand draußen der zottige alte Esel und beschnupperte die Scheiben. Er grinste mit dem garstigen Maul der Henne entgegen, als ob er ihr einen guten Morgen böte. Das stille Mienenspiel der beiden Tiere machte dem lustigen Bruder eine Zeit lang vielen Spaß. Als nun die Henne ihre Flügel immer höher und höher erhob, sah er unter ihrem Leibe etwas glitzern. »Hör damit!« rief er und zog es ihr unter den Federn hervor. Es war das geliebte Schlüsselbund, dem er eine so wohlschmeckende Mahlzeit verdankte. Die Henne erschrak und geriet wie gestern in Wut. Als sie aber eins auf den Schnabel bekam, floh sie hinter den Ofen und der Eselkopf verschwand vom Fenster. All diese Begebenheiten hätten jedem anderen Staunen, wo nicht gar Gruseln erregt, und allerlei tiefsinnige Betrachtung hervorgerufen. Hans Quäckenberger aber kannte weder Furcht noch Grübeleien. Im Nu war er aus dem Bett und machte bald mit dampfender Pfeife, es war eine von den langen in der Schlafkammer, die Runde durchs Haus. In Stube und Küche fand er alles wie am Tage zuvor.
Als er auf die Kammer zuging, wo er gestern die Taube gesehen hatte, hielt er plötzlich inne. Bald trieb es ihn hinein, bald hielt es ihn zurück. Das kam von einem Traum her, den er diese Nacht gehabt hatte. Seltsame Dinge waren ihm darin vorgekommen. Er hatte sie zwar schon wieder vergessen, doch war ihm davon ein Gefühl zurückgeblieben, das er bisher noch nicht kannte. Jetzt hörte er deutlich, wie jemand da drin auf dem Klavier ganz leise melodische Töne schlug. Das konnte doch nur ein Mensch tun, wer mochte das wohl sein? Er legte das Ohr an die Tür und horchte. Die Weise, die da angeschlagen wurde, war ihm bekannt. Es war die eines schönen Morgenliedes, das seine liebe Mutter daheim immer zu singen pflegte. Zwischen den Tönen des Klaviers vernahm er, dann ebenso leise, die Stimme des Täubchens. Kukuru, Kukuru. Weiter kam nichts heraus, aber dieses Kukuru klang fromm und lieblich. Ihm ward so feierlich zumute, als stünde er in der Kirche. Endlich trieb ihn dennoch die Neugier an, durch die Türspalte hineinzugucken. Auch jetzt war kein Mensch da zu sehen, aber die Taube saß auf dem Klavier. Mit ausgebreiteten Flügeln fuhr sie weich und leise über die Tasten hin, dass sie so schön erklangen, und den Kopf zum Fenster gekehrt, ließ sie ihr einfaches Stimmlein in den lichten Morgenschein ertönen, und von draußen stimmten alle Waldvögel in vollen Chören mit ein. Das war ein rechter Sonntagsmorgen. Hans stand an der Türspalte und regte sich nicht. Erst ganz allmählich fing er an, wie in tiefe Gedanken versenkt, an seinem Schnurrbart zu drehen. Erst mit der einen Hand, dann mit allen beiden. Dummes Zeug, dummer Schnack, brummte er vor sich hin und machte links umkehrt, aber ganz leise. Nun ging er auf den Zehen zu seinem Tornister und holte einen Brief daraus hervor. Damit setzte er sich in den ledernen Großvaterstuhl und las so andächtig darin, als wäre es ein Gebetbuch. Den Brief hatte seine liebe Mutter ihm kürzlich von zu Hause geschrieben. Die lange Pfeife stak ihm dabei noch immer im Munde, aber die brannte schon lange nicht mehr, ohne dass er es selbst gemerkt hätte. Das kam selten in seinem Leben vor. Bald hatte sich der Hans ganz vergnüglich in der Mühle eingerichtet. Jeden Tag glaubte er, nun müsste er doch auch endlich einen Menschen zu Gesicht bekommen. Er hatte manchen Grund dafür. Als er angekommen war, hatte er das Mühlenrad in vollem Gange angetroffen. Auch viel Vorrat an Mehl und Getreide war noch da. Gesetzt auch, der Müller mit Weib und Gesinde käm nicht mehr zum Vorschein, so müssten sich doch die Kunden melden, ihr Mehl abholen, ihr Getreide herbringen. Übrigens gingen ihm die Gedanken zuweilen wie Räder am Kopf herum, ob er nicht selbst noch dereinst seine Fahne auf dem alten Rumpelkasten, wie er die Mühle nannte, aufstecken könnte. Sein verstorbener Vater war auch Müller gewesen, dem hatte er als Geselle tüchtig im Handwerk geholfen. Von jeher war es sein Hauptwunsch geblieben, eine Mühle zu besitzen. Nun war aber der wilde Krieg durchs Land gefahren und hatte einen schwarzen Strich durch die weiße Rechnung gemacht. Die Eltern waren dann verarmt, der Vater bald gestorben, er selbst zum Kriegsdienst ausgehoben. Jetzt brachte er zwar im Tornister einige ganz gute Taler Beutegeld aus dem Kriege heim, aber die reichten kaum für einen Mühlstein aus, geschweige denn für eine Mühle. Einen ganzen Monat lebte er in der Einsamkeit. Es hielt ihn da, er wusste nicht was. Tags bestellte er die Mühle, nachmittags ging er auf die Jagd. Es war ihm immer so, als ob er noch ganz schnurrige Geschichten hier erleben würde. Sein Hauptgrund dafür, dass es ihm da so heimlich wurde, den er sich wohl selbst nicht eingestehen mochte, war der. Die jetzigen Bewohner des Hauses, die Henne, die Katze, vornehmlich aber die Lachtaube, hatte er lieb gewonnen. Sie waren freilich nichts anderes als Tiere, aber er hatte nun ein für allemal jedes Tier gern gehabt und keines wie diese. Auch den Kettenhund fütterte er treulich, selbst den Esel da draußen auf dem Hofe mochte er wohl leiden, nur wurde ihm seine große Zudringlichkeit oft widerwärtig. Immer wollte das Tier sich in das Haus drängen, Fenster und Türen musste er daher sorgfältig verschließen. Das war aber auch doppelt notwendig, denn wie jener hinein, so wollte das Täubchen immer hinaus, besonders wenn der alte Eselskopf sich am Fenster zeigte. Im Übrigen hatte sich das zarte Tierchen schon so an den lustigen Bruder gewöhnt, dass es ihm alles aus den Händen nahm, was er ihm gab, und dass es ihm zum Dank dafür manch lustiges Soldatenstückchen auf dem Klavier vorklimperte.
Da konnte sich denn der Hans nicht satt daran hören und sehen. Wahrhaftig, er begriff sich selber nicht. Er, früher der lustigste Kamerad von der Welt, ein stämmiger Musketier, ein Kerl, dem es eine wahre Lust gewesen, gegen eine krachende Batterie durch Bomben und Kartätschen im Sturm anzurücken, er, derselbe Hans Queckenberger, saß hier wie ein Schulbub und fütterte eine Lachtaube mit Zucker und Brosam. Es war ganz unbegreiflich, und doch war es einmal so. Eines Tages hatte der Soldat wieder den Forst durchstrichen und aus Langeweile Kaninchen geschossen. Er war recht weit umhergeschweift und hatte doch immer keinen Ausgang gefunden. Dichter Wald, soweit er sehen konnte, nur hier und da durchkreuzten sich einige Fußwege, die ihn aber fast in die Irre geführt hätten. Auch erkannte er deutlich Spuren von den Hufen der Esel, die wahrscheinlich das Getreide noch vor kurzem zur Mühle gebracht hatten. Müde von seiner Wanderung, gedachte er, sich heute Abend recht was zugute zu tun. Er holte sich ein paar Flaschen Wein aus dem Keller und leerte sie auf die Gesundheit seiner Mutter, auf die seiner Hausgenossen, der Tiere und besonders auf das Wohl der schmucken Taube. Dann begab er sich zu Bett. Vor Hitze konnte er kein Auge zutun. Er öffnete das große Fenster, um frische Luft zu schöpfen. Das verfehlte auch nicht die gewünschte Wirkung. Bald lag er im tiefen Schlafe. Es mochte Mitternacht gewesen sein, als er von einem schweren Gepolter dicht neben sich aufwachte. »Alle 99!« rief er. »Will die alte Kasematte mir über den Schädel zusammenbrechen?« Es war stockfinster, der Mond war noch nicht über dem Walde hervor. Schlaftrunken, wie Hans war, tastete er um sich nach dem anderen Bette, das neben dem seinigen stand. Da lag etwas wie ein Mehlsack darin. Das beruhigte ihn. »Die Stubendecke da oben muss doch nicht schussfest gewesen sein«, brummte er vor sich hin. »Dass der Klumpen von Mehlsack so mir nichts, dir nichts vom Söller herunterputzeln konnte. Na, mich hat er wenigstens noch nicht totgeschlagen.« Bald schnarchte er wieder wie vorhin, aber nicht lange. Er wachte von einem schweren Druck auf seiner Brust. Wie er hinfühlte, war es etwas Hartes, Haariges. Halb im Schlaf hielt er es für seinen Tornister, stieß es von sich und schlief wieder ein. Und träumte ihm, eine ungeheure Kanone wäre neben seinem linken Ohr aufgefahren. Jede Sekunde schössen sie mit gewaltigem Pust ihm einen mächtigen Pulverdampf ins Gesicht. Er wollte den Kopf auf die andere Seite biegen. Da stand aber ein riesiger Kanonier, der hielt ihm die Kanonenputzer entgegen, was ihn denn so um Nase und Mund kitzelte, dass er gegen seinen Willen laut auflachen musste und darüber zum dritten Male erwachte. Aber das Kitzeln und Prusten, das ihn im Traume belästigte, hörte nicht auf. Er richtete sich empor. Der Mond war über den Wald hinaufgestiegen und schien durchs offene Fenster hell auf das nebenstehende Bett. Ei, was musste er da erblicken? Die geträumte Kanone war in Wirklichkeit nichts anderes als der Kopf des alten, zottigen Esels, der in festem Schlaf neben ihm lag und ihn mit seinen süßen Odem höchst ungeschliffen anprustete. Der eine Vorderhuf, der dem Hans erst so arg auf die Brust gedrückt, lag noch dicht neben ihm auf seinem Kopfkissen. »Oh, alter Freund«, rief der Musketier und sprang aus dem Bett. »Dich wollen wir bald hinbringen, wo du hingehörst.« Schon hielt er seinen Herzbruder, den Knüttel, in der Faust und erhob ihn mit hoch aufgeschwungenem Arm, um dem schlafenden Tier einen furchtbaren Schwadronenhieb über den dicken Wanst zu versetzen. Im Augenblick kam die Henne mit Geschrei hinter dem Ofen hervor und flog dem Soldaten gerade ins Gesicht hinein. Fortwährend schlug sie ihm mit dem Flügel in die Augen, dass ihm Sehen und Hören verging und er mit seinem Knotenstock in die leere Luft hineinfuchtelte. Unterdessen war auch der Esel erwacht, der fuhr in die Höhe, dass die Bettlade zusammenbrach. Mit Mühe haspelte er sich aus dem Bettruin in die Höhe und begann so wütend, wie er sonst faul gewesen war, einen Angriff auf seinen Gegner. Vorn und hinten schlug er aus rechts und links, bis er um sich. Der Soldat bekam in der engen Kammer einen schweren Stand. Nun stürzte auch noch die braune Katze durchs Fenster herein. Ehe er sich dessen versah, fiel sie ihm ins Genick und zerkratzte ihm das Gesicht dermaßen, dass er endlich den Knüttel musste sinken lassen. Dabei zerrte der Kittenhund draußen so grimmig bellend an der Kette, dass Hans jeden Augenblick fürchten musste, auch er werde über ihn herfallen. In der höchsten Not fiel ihm die Pistole ein, vom Monde hell beschienen, hing sie über den Pfeifen an der Wand. Eben wollte er danach greifen, da sah er die Taube darauf sitzen. Sie war durch das offene Türfensterchen hereingeflogen.
Ängstlich pickte sie nach seiner Hand, als wollte sie die Waffe nicht hergeben. Der Soldat stutzte. Einen Augenblick zauderte er, aber von neuem drängten die wütenden Tiere gegen ihn. Da war an kein Zögern mehr zu denken. »Fort da!« rief er und legte die Pistole auf den Esel an. »Fort da, oder ich will euch den Magen mit Blei füttern, dass ihr euer Lebtag daran verdauen sollt!« Eben wollte er das Tier niederschießen, da flatterte aber die Taube dicht vor den Mündungen des Feuergewehrs auf und nieder, sodass er doch nicht abzudrücken wagte. Diesen Moment benutzte der Esel. Durchs offene Fenster nahm er Reißaus, die Henne und die Katze hinter ihm her, und erst als einige Zeit verstrichen, flog die Taube ihnen nach. Nun aber erwachte beim Hans auch der kriegerische Zorn aufs Neue. Blindlings feuerte er den fliehenden Tieren die Pistole nach. Ob er eines getroffen hatte? Er wusste es nicht. Er sah nur, wie sie unter den Waldbäumen im wirren Mondlicht verschwanden. Auch der Kettenhund hatte sich losgerissen und war mit entflohen. Mit dem Schlafen war es auch vorbei. Seine eigenen Gedanken ließen ihm keine Ruhe mehr. Bald wollte er sich halb tot lachen über die Heldentat, einen armen Esel mit der Waffe in der Hand in die Flucht geschlagen zu haben. Bald überkam ihm eine Angst, ob sein Schuss auch jemand im Walde getroffen hätte. Denn es klang ihm in den Ohren, als habe er einen durchdringenden Schrei gehört, nachdem der Schuss gefallen war. So brach endlich der Morgen an. Das Frühstück wollte ihm nicht schmecken, er fühlte sich recht allein. Da kam keine Lachtaube mehr, die sich aus der Hand füttern ließ. Er schämte sich seiner Traurigkeit und doch konnte er sich nicht vertreiben. Jetzt waren ihm Mühle und Wald und Klavier und alles umher verleidet. Und er beschloss, am nächsten Tag seinen Marsch anzutreten, ging es auch in die wildeste Wildnis hinein. Ehe er sich nachts zur Ruhe begeben konnte, hatte er noch viel zu tun. In der Schlafkammer sah es nicht anders aus als in einer zerstörten Festung. Zertrümmerte Betten, Schemel, Pfeifen, alles hatte der nächtliche Kampf wild durcheinander geworfen. Indem er mit Mühe und die Strohsäcke aus dem Haufen herauszog, bemerkte er unter dem Bette, in der Esel herumrumort hatte, eine zerbrochene Kiste. Er leuchtete mit der Lampe hinein und, oh Wunder, lauter blanke Taler glitzten ihm hell in die Augen. Manchem armen Soldaten hätte der Schatz eine gute Beute geschienen. Hans Quäckenberger wusste Krieg und Frieden wohl zu unterscheiden. »Unrecht gut gedeiht nicht«, sprach er. »Ihr Taler mögt ruhig auf euren Herrn warten. Der ist vielleicht morgen wieder hier, da soll er sehen, dass ein ehrlicher Kerl bei ihm zu Gaste gewesen.« Sorgfältig nagelte er die Kiste wieder zu und schob sie in den Winkel. Dann warf er sich aufs Lager. Er konnte nicht einschlafen. Immer musste er an die unbekannten Bewohner der Mühle denken, ob er sie jemals von Angesicht sehen möchte. Dass sie arge Geizhälse seien, das hatten die blanken Taler, die er in dem baufälligen Hause fand, wohl zu Genüge bewiesen. Trotzdem ließ er kein Gelüsten nach dem lockenden Schatz in sich aufkommen. Allmählich fielen ihm doch die Augen zu. Nach kurzer Rast fuhr er aber wieder auf. Es kam ihm vor, als hörte er draußen Trommelgerassel. Das Mühlrad konnte es nicht sein, das hatte er gestellt. Er horchte. Es war wohl nur der Wind. Er beruhigte sich. Und doch, bald erscholl es wieder, wie ferne Hörner klangen. Jetzt hörte er sogar die Marschmelodie eines Dragonierregiments, bei dem er früher gestanden hatte, ehe er Musketier geworden war. Das fuhr ihm in alle Glieder. Er flog ans Fenster. Rings, um nicht zu sehen, als helles, verworrenes Mondgeflimmer zwischen den dunklen Wipfeln, und doch erklangen die Töne schon ganz nah der Mühle. »Da bleib ein Lump dabei im Neste, nicht ich«, rief er, fuhr in seine Kleider, steckte die Pistole in seinen Gurt, warf den Tornister über die Schultern und den Knüttel in der Faust rannte er blindlings in den Wald hinein, immer dem Hornruf und Trommelwirbel nach. Im Anfang ging's gut. Bald aber kam er in ein dichtes Gestrüpp, auch vermehrten sich die kriegerischen Klänge um ihn her. Jetzt waren sie hier, jetzt dort, vor ihm und hinter ihm, zur Rechten und zur Linken. Er stand still und sah sich um. Es schien ihm, als sähe er in weiter Entfernung unter den schwarzen Eichenstämmen ein Reiterregiment dahinsprengen, blitzende Helme und Harnische und die Schwerter wie laute Mondstrahlen, dazu die Rosse leuchtend wie Schnee. Er drehte den Kopf nach der anderen Seite, dort sah er dasselbe in derselben Ferne. Ihm wirbelte der Kopf. Bald lief er dahin, bald dorthin, bis er fast erschöpft von einer Felsschlucht ankam. Er trat hinein. Drei Wasserfälle schienen am Ende der Schlucht ihm entgegenzubrausen. Er hatte sich geirrt.
Was daherkam, waren drei Dragoner auf weißen Rossen. Es schienen winzige Burschen auf kleinen Pferdchen, aber in prächtiger Uniform, weiß, blau und silbern. Wie drei erstarrte Blitze standen sie plötzlich vor dem Erstaunten da. »Wer da?« rief er. »Feinde!« war die Antwort. »Auch gut«, sprach Hans und griff nach der Pistole. »Was wollt ihr von mir?« »Dich vors Kriegsgericht führen!« »Oh, dazu gehören unser vier. Drei, die mich führen und ich selber, der sich führen ließe, wenn ich ein Hasenfuß wäre. Kommt heran, ihr Mondscheinhelden, ihr flunkrigen Milchbärte. Kommt heran, wenn ihr ein Herz im Leibe habt.« Er streckte ihnen die Pistole entgegen. Ein lautes Gelächter antwortete ihm und hallte in tausendfachem Echo von dem Felsen wieder. »Ihr bellenden Spitze«, schrie wütend der Verhöhnte, »nehmt das für euer Gekläffe!« Er drückte die Pistole gegen sie ab. Wie ein gewaltiger Donnerschlag krachte der Schuss in der engen Schlucht. Die drei Dragoner standen unversehrt vor ihm. Er selbst aber fühlte durch den eigenen Schuss einen solchen Schlag durch den ganzen Körper, dass ihm alle Glieder wie gelähmt wurden und die Pistole seiner Hand entfiel. »Ich bin euer Gefangener und folge euch«, sprach er gefasst. Die Dragoner nahmen ihn in ihre Mitte und führten ihn die Schlucht entlang vorwärts. Schweigend ging Hans neben den Reitern her. Von Furcht wusste er einmal nichts, nur eine Art Traurigkeit hatte sich seiner bemächtigt. Über das Wunderbare, seine Lage viel nachzudenken, fiel ihm nicht ein. »Muss ich sterben«, dachte er für sich. »So ist Gottes Wille. Leid sollte es mir tun, aber einmal muss es doch in dieser Welt dazu kommen. Könnte ich nur meiner Frau Mutter zu wissen tun, was aus ihrem Hans geworden. Ja, wäre meine liebe Taube bei mir, der hängte ich ein Zettel um ihren schlanken Hals und die täte mir es gewiss zu gefallen und flüge heim und brächte die Botschaft. Das liebe Tierlein, das...« Unter diesen Betrachtungen war er mit seinen Begleitern zu einem Felsentor gelangt, durch das sie in ein weites Tal niederstiegen. Ringsum starrten zackige schwarze Felsen hoch in den lichten Nachthimmel. Unten breitete sich ein großer Wiesenplan aus, umgeben von Birken und Ästen und durchströmt von schlingenden Bächen. Nebel stiegen dort aus den Wassern auf und flirrten und wehten wie durchsichtige Schleier im Mondlicht. Dann schien es wieder, als wären es schwebende Gestalten, die auf- und niedertauchten. Sie beugten sich und neigten sich und wirbelten dann plötzlich empor in weiten, verschlungenen Kreisen. Jetzt erscholl ein kriegerischer Marsch, die Nebel und Kreise zerstoben. Aus mehreren Feldspalten sausten klirrende Reiterregimenter auf den Platz, in dessen Mitte die Richter erschienen, vom General herab bis auf den Gemein. Auf Felsenblöcken vernahmen sie feierlichst ihre Sitze ein. Der Verklagte ward vorgeführt. Die Sitzung eröffnet. Ein gemeiner Dragoner trat als Kläger vor. Er hieß Nachtvogel und kein Name hätte passender für ihn sein können. Er war ein ganz kleiner Kerl in einem weißen Reitermantel, wie eine Schmetterlingspuppe eingewickelt. Die Spitze seines blonden Schnurrbarts streckten sich wie zwei Füllhörner aus dem dicken Gesicht hervor. Der sagte Folgendes aus. »Gestrenge Richter! Seit letztem Vollmond hatte ich den Posten in der Waldmühle. Da kam dieser gewesene Dragoner und Musketier an. Ich habe es gesehen, wie er ohne weiteres von Haus und Hof Besitz genommen hat. Ich habe es gesehen, wie er auf Kosten seines Wirtes herrlich und in Freuden gelebt, von seinem Brote gegessen, von seinem Weine getrunken und in seinem Bette geschlafen, aus seinen Pfeifen geraucht hat. Ich habe es gesehen, wie er in letzter Nacht den Müller mit Weib, Kind und Magd unbarmherzig aus dem Hause trieb. Ich habe es gesehen, wie er aus des Müllers eigener Pistole den Fliehenden eine Kugel nachschoss, die des Müllers unschuldiges Töchterlein zu Tode getroffen hat. Aller dieser Dinge klage ich des Hans Quäkenberger an.« »Halten Sie zu Gnaden, meine Herren Offiziere«, rief der Verklagte. »Der ruppige Nachtvogel lügt wie ein Spitzbube.« »Die Zeugen her«, befahl der General. Aus einer Felsenhöhle traten hervor der Esel, die Henne, die Katze und der Kettenhund. Hinter ihnen ward eine Bahre getragen, die war mit einem Tuche bedeckt, weiß und glänzend wie frisch gefallener Schnee. »Hier sind sie alle«, sprach der Richter, »die du misshandelst. Kannst du deine Taten leugnen?« »Halten zu Gnaden«, erwiderte der Angeklagte. »Wenn dieser faule Esel ein Müller, diese geizige Kakelhenne eine Frau, wenn diese näschige Katze eine Magd und der bissige Köter ein Mühlenknecht ist, ja, dann hat der Spion von Nachtvogel recht gehabt und ihr mögt mich richten nach Recht und Gesetz.
Nun frag ich aber jeden braven Soldaten, ob er sich mir nichts, dir nichts wird mit Füßen treten, die Augen auspicken und das Gesicht zerkratzen lassen, ohne vom Leder zu ziehen und um sich zu schießen. Mit wütenden Gebärden wollten die vier Zeugen während dieser Rede über den Sprecher herfallen, wurden aber zur Ruhe verwiesen. »Das Tuch von der Bahre!« Man tat, wie er befohlen. Da lag auf einem Lager von Rosen und Rosmarin die Taube mit ausgebreiteten Flügeln und geschlossenen Augen. An ihrem Köpfchen war ein kleiner roter Fleck sichtbar. »Hans Queckenberger, kennst du die?« fragte der Richter. »Das ist mein herziger Schatz! Das ist meine Taube!« rief der Soldat mit herzerreißendem Schrei. Schluchzend warf er sich neben der Bahre hin. »Oh, ich schlechter Kerl, ich unglücklicher Mensch! Jetzt fühle ich's, du bist nicht, was du scheinst. Hab ich's doch gleich bei dem ersten Anblick geahnt, dass du mein Schatz, mein Alles sein solltest. Nun bist du tot und ich dein Mörder.« Man umwand ihm die Augen mit einem dichten Schleier. 12 Dragoner legten ihre Gewehre auf ihn an. Hans selbst kommandierte: »Feuer!« Totenstille ringsumher, nur ganz in der Ferne krähte ein Hahn. Da ging durch die Luft ein Sausen wie von einem gewaltigen Wirbelwind. »Ist das der Tod?« rief Hans und riss den Schleier von den Augen. Der erste Morgenstrahl glühte eben durch die Felsspalten herauf. Das Kriegsgericht mit all seinen Dragonern war verschwunden. Neben sich sah er 4 Leute stehen. Der Müller war's mit Weib, Magd und Knecht. Aber vor ihm, in einem Bette von Rosen und Rosmarin, lag des Müllers Töchterlein, ein wunderliebliches Mädchen mit geschlossenen Augen und bleichen Wangen. Eine schwarze Korallenschnur zierte ihren weißen Hals, ein kleiner roter Fleck war an ihrer Stirn sichtbar. Hans stand lange wie im Traum da. Zwischen den Bergschluchten ergoss sich ein Lichtstrom der aufgehenden Sonne, und wie sie dem Mädchen ins blasse Angesicht schien, fingen ihre Wangen an, sich zu röten und zu blühen, immer frischer und schöner, bis sie die Rosen verdunkelten, in denen sie lag. Dass die Sonne aufgegangen war, hatte Hans nicht bemerkt. Als aber das Mädchen vor ihm die Augen aufschlug, da ging vor ihm eine Sonne auf, die sein ganzes Leben von nun an bescheinen sollte. Er warf sich nun neben sie hin und küsste sie auf ihren roten Mund. Sie richtete sich auf und beide schauten sich lange in die Augen und waren so glücklich wie nie in ihrem ganzen Leben. Da trat der Müller mit seinem Weibe zu den beiden heran, legte ihre Hände ineinander und sprach: »Dies ist deine Braut, die dir's bestimmt ist, du braver Mensch. Du hast uns alle von diesem Zauber erlöst. Wir waren auf schlimmen Wegen, wir würden ein neues Leben anfangen.« Vater, Mutter und Tochter hingen mit Freudentränen an dem Halse ihres Retters. So wurden Hans und das schöne Müllermädchen Bräutigam und Braut. Und alle kehrten in voller Lust in die Waldmühle zurück. Der sonst so faule Müller ward ein fleißiger Mann. Die geizige Müllerin eine freigebige, gastfreundliche Frau. Die Magd naschte nie mehr in ihrem Leben. Der bissige Knecht wurde ein friedliebender Mensch. Bald baute der Müller neben der alten Mühle eine ganz neue. Und die Leute, die darin das glücklichste Leben von der Welt führten, waren niemand anderes als Hans Queckenberger und seine Frau. Wer nun aber so überaus neugierig ist, dass hieran noch nicht genug hat, sondern wissen möchte, wie es mit der Verzauberung der Müller-Familie zugegangen ist, dem zuliebe will ich das auch noch berichten. Der Wald, in dem die Mühle lag, gehörte zu Oberons, des Elfenkönigs Herrschaft. Oberon war es also gewesen, der die Schuldigen zur Strafe für ihre Fehler in Tiere verwandelte. Aber mit ihnen musste, das ist nun mal in dieser Welt nicht anders, auch die Unschuld leiden, wie wir es an der Taube gesehen haben. Nur wenn dies treue Herz für die ihrigen sich dem Tode von liebender Hand preisgab, nur wenn der, welcher die Unschuldige tödlich verwundet hatte, um ihretwillen sein eigenes Leben hinzugeben bereit war, konnte der Zauber in einer Vollmondnacht gelöst werden. Dazu war Hans Queckenberger von den neckischen Elfen aus ersehen worden. Kein anderer als ein so braves Gemüt hätte die Prüfung bestanden, die dazu nötig waren, unglückliche Geschöpfe wieder in fröhliche Menschen zu verwandeln. Ob Oberon und sein Elfenvolk sich den Glücklichen noch späterhin gezeigt, als Dragoner oder in anderer Gestalt, das weiß ich wirklich nicht zu sagen.
glaube es aber gewiss, denn fröhliche Leute sehen ebenso oft lustige Geister wie mürrische, zu allen Zeiten von bösen und garstigen Geistern heimgesucht und geplagt werden. Und so wird es bleiben bis an der Weltende.